Hallo und herzlich willkommen zu meinespresso.tv. Heute geht es um das Thema Wahrnehmung. Wahrnehmung ist in meiner Welt vermutlich eine der schwierigsten Sachen, die Wahrnehmung nach außen, wie nehme ich mein Umfeld, die Menschen in meinem Umfeld wahr? Wer begegnet mir da und wer erzählt mir was? Und wie verhalte ich mich meinem Umfeld gegenüber? Denn wenn ich bestimmte Dinge nicht wahrnehmen kann, die Menschen mir als Feedback geben, dann kann ich auch mein Verhalten nicht ändern und muss mich dann nicht wundern, wenn ich immer wieder die gleichen Ergebnisse erziele, die ich ja im günstigsten Fall natürlich haben möchte oder die ich dann im schlechtesten Fall nicht haben möchte. Dementsprechend ist Wahrnehmung ein hohes Gut und eine sehr wichtige Sache. Und um die Wahrnehmung zu trainieren, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Übung finde ich sehr toll, dafür braucht ihr 3 bis 4 Personen, dann wird es richtig interessant. Erster Teil der Übung ist, eine Person ist die Wahrnehmungsperson, die wahrnehmen muss, und sagen wir mal, es sind 3 weitere Personen, also insgesamt 4 Personen. Die Person 1, die wahrnehmen soll, gibt jeder der anderen übrigen 3 Personen einmal die Hand. Und schüttelt die Hand und darf auch ein bisschen länger schütteln und darf auch fühlen. Schwitzt die Hand oder ist das ein kräftiger Händedruck oder ist das was auch immer. Das geschieht ganz normal mit offenen Augen, mit allen 3 Personen. Dann bekommt die Person die Augen geschlossen, also die werden dann verbunden oder die werden dann irgendwie zugehalten oder was auch immer. Und wer noch ein Brikett oben drauf legen möchte, der kann diese Person dann auch noch umdrehen. Und dann wird also diese Person wieder den anderen 3 natürlich gemischt, nicht in der gleichen Reihenfolge oder vielleicht doch, wer weiß es schon, die Hände schütteln und soll raten, wer ist wer. Was auf den ersten Blick vielleicht relativ einfach scheint, kann eine wirklich gute Übung sein, das Wahrnehmen zu trainieren. Dabei wünsche ich viel, viel Spaß, eine schöne Zeit, und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen wieder bei meinespresso.tv. Tschüss, bis dahin, Punkt raus.